Was ich hier mache, ich kontrolliere einfach mal das, was man braucht, um Halbleiter herzustellen. Das ist ja nur Sand, sagen Sie, und da haben Sie recht. Ist das wirklich so einfach? Wir finden das raus. Okay, ganz so einfach ist es dann vielleicht doch nicht. Aber Sand ist der Anfang von allem. Sand brauchen wir, um am Ende des Tages Wafer zu machen, um am Ende des Tages vielleicht auch natürlich das Silizium herzustellen, das wir für diesen Prozess brauchen. Aber wie läuft es eigentlich ab? Wir haben also Sand. Aus dem Sand machen wir über einen Prozess polykristallines Silizium. Das polykristalline Silizium müssen wir aufreinigen und müssen daraus irgendwann monokristallines Silizium machen. Daraus wiederum machen wir Wafer. Die Wafer werden dann in einer Halbleiterfabrik einem entsprechenden Prozess unterzogen. Er wird maskiert, dann wird er geätzt, dann wird er wieder dotiert, um Fremdatome anzureichern, dann wird er weiterhin getestet und am Ende des Tages verpackt. Und wir haben im Grunde genommen funktionale Mikrochips, die in Telefone, Rechner, Router, worin auch immer eingebaut werden können. Aber vielleicht wirklich nochmal zurück zum Sand. Sand ist ja ein relativ, ich würde mal sagen auf Deutsch, ein toter Hund. Bedeutet, da ist nicht viel mit los. Sand ist ein Stoff, der chemisch sehr inert ist. So würde es der Chemiker behaupten. Mit Sand kann man eigentlich nicht viel machen. Sie sagen vielleicht, damit kann man eine Sandburg bauen. Ja, aber viel mehr ist es dann auch nicht. Warum ist das eigentlich so? Weil Sand und im Grunde genommen ist Wasser so ähnlich bei der entsprechenden Entstehung sehr, sehr viel Energie abgeben. Das heißt, wenn man sich überlegt, Sand ist im Grunde genommen Silizium und Sauerstoff. Das heißt, diese beiden Elemente sind hier oben irgendwo in der Energieskala. Und wenn wirklich Sand entsteht, dann fällt das auf ein ganz, ganz tiefes Niveau hinab. Deshalb ist Sand so sehr stabil und Wasser auch, weil auf unserem Planeten existiert ja Sand und Wasser sind ja so die Hauptbestandteile eigentlich. Und jetzt ist natürlich die Frage oder die Konsequenz, wenn ich diesen Prozess umkehren will, wenn ich also aus Sand wieder Silizium machen will, dann muss ich extrem viel Energie zuführen. Wie klappt das? Wie funktioniert das? Im Grunde genommen ähnlich wie wenn ich Metallschrott habe, was im Grunde genommen nichts anderes ist, ist auch ein oxidiertes Produkt, dann muss ich dieses Silizium mit Kohlenstoff zusammen in so einer Art Söderbergofen haben mit entsprechenden Kohlenstoffelektroden, muss einen Lichtbogen darin zünden und muss dafür sorgen, dass ich extrem hohe Temperaturen zur Verfügung habe, um diesen Prozess rückgängig zu machen. Ich muss extrem viel Energie da reinstecken, um das zu schaffen. Das ist dann am Ende des Tages sowas wie ungefähr 10 Megawattstunden pro Tonne Silizium, die ich herstellen will und erfordert so Temperaturen im Bereich von 2000 Grad. Das heißt, wenn wir jetzt über dieses Verfahren unser Silizium hergestellt haben, dann sieht das im Grunde genommen schwarz aus, so wie das hier, enthält noch diverse Beiprodukte und das muss dann wiederum einem Aufreinigungsprozess unterliegen, um am Ende des Tages wieder Wafer etc. daraus herzustellen. Um diesen Prozess soll es hier aber heute erstmal gehen und die weiteren Prozesse, da würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Wenn Sie entsprechende Fragen auch zu dem hier haben, lassen Sie uns das gerne diskutieren. Ich freue mich auf Ihren nächsten Besuch bei einem unserer Video-FAQs. Danke und bis dann.